Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Diesel 5, dem Erbe der Könige, zu den Legenden und nach 4 Monaten zu einer neuen Karte. Er fragt vom Mapper höchst selbst, von Professor Unfreundlich, seine jüngste Karte Abenteuer im Alpensee. Professor Unfreundlich hat inzwischen schon so ein paar Maps gemacht, die alle scheinen den Charakter des Professor Unfreundlich zu beinhalten, aber ich bin mir nicht sicher, inwiefern sie als Map-Serie mit einer zusammenhängenden Story gewertet werden sollten. Also folgen wir einfach seinen Wünschen und fangen mit seiner jüngsten und sein Wort nach aufwendigsten Karte an. Ein bislang neutrales Gebiet rund um einen malerischen Alpensee ist das jüngste Opfer des stinkenden Stümpers Professor Unfreundlich, der Unruhen, Unmut und sein Ungeziefer im Gepäck hatte. Erek folgt als erster dem Hilferuf eines verbündeten Landlords. Helias, Salem und Pilgrim taten es ihm nach. Lasst uns hoffen, dass Erik unseren Freunden weiterhelfen konnte und nicht alles schon in den kantigen Klauen des unmoralischen Ungetüms Professor Unfreundlich ist. Ich liebe diesen Nutzen von Alliterationen. Starten wir die Karte. Schauen uns an, was uns erwartet. Ungeachtet dessen, was uns erwartet, es ist wahrscheinlich Urlaub verglichen mit der Karte, die wir vorher hatten. Dann wollen wir mal sehen. Ich glaube, gewissermaßen ist jetzt jede Karte ein bisschen Urlaub. Oder zumindest der Großteil der Karten. Es gibt immer noch welche, die wahrscheinlich Dinge haben, die uns sehr hart zum Rätseln bringen könnten. Gut, der Ladebildschirm muss natürlich seit 20.000 Jahre dauern. Aber das ist ja immer so beim Start einer Karte zum ersten Mal. Außer wenn das Spiel spontan entscheidet, das in 2 Sekunden zu laden und wir dann komplett schockiert setzen. Und jetzt darf ich mich schon die ganze Zeit nicht mehr trauen zu reden, weil ich die Sorge habe, dass Sequenz losgeht. Wie jedes einzelne Mal. Salem, Helias, Pilgrim, wie schön euch zu sehen. Hab Dank für euer Kommen. Es sind zerrüttete, zerknautschte und zuwidere Zeiten. Der peinlich unterbemittelte Professor Unfreundlich hält seinen gewaltigen Gewürzprüfer wieder in unsere Angelegenheiten und fühlt uns ziemlich auf den Zahn. Ein beeindruckendes Vokabular. Schön, wir können escapen! Wir können skippen! Wir sind nicht darauf angewiesen, die Jahre zu warten. Skippbare Dialoge, wichtig. Als ich hier ankam, war von dem hilfesuchenden Lord keine Spur und ich übernahm die Stadt. Einfach so. Vor kurzem wurden wir dann von Professor Unfreundlich des windigen Unfreundlichs windigen Widerlingen überfallen und konnten nur im letzten Moment unsere Tore zum Inneren der Stadt schließen. Jetzt sind wir ohne Dorfzentrum und abgeschnitten von der Außenwelt, aber wenigstens in Sicherheit. Das klingt ja reichlich Spaß und es sieht sehr kuschelig aus bei euch. Damit leider nicht genug, wir dürfen diese Uni auf gar keinen Fall verlieren. Wir werden nämlich nicht mehr in der Lage sein, eine neue zu bauen. Nur noch Hochschulen. Oh. Okay, das ist interessant. Wieso das? Und weshalb studieren da keine Gelehrten? Wo wieder alle verkatert? Wir sind nur zu dritt. Da werden wir wohl keine große Hilfe sein. Sehr witzig, Pilgrim. Vor euch sollte ein Dorf liegen. Ich hoffe, es ist nur nicht in der Hand des hässlichen Halunken. Vielleicht bekommt ihr da Unterstützung. Gut, Erik. Wir werden unser Bestes geben. Quick Save. Und da haben wir direkt einen Ansiedler, der uns anstarrt. Huch. Sieg ändert sich einfach kurz spontan. Jo. Fernwanderer Felix. Hallo, ihr Grüßwanderer. Ihr seht müde aus. Ihr kommt hier nicht einfach weiter. Das Dorf vor uns ist von geruchsintensiven Gaunern gewaltsam eingenommen worden. Darüber hinaus trennt es auch noch eine kaputte Brücke von Erik. Wenn doch jemand den geistig degenerierten Ganoven ins Gewissen reden könnte und sie davon überzeugt, sich auf unsere Seite zu stellen. Ihr drei werdet allein nur wenig Chance haben. Ja, kein Problem. Der Tag der Abrechnung. Wir haben Helias. Und Sold werden gezahlt. So, wer kann von euch am besten aushalten? Pilgrim, lauf. Ich gebe mein Bestes, wenn Gott es so will. Wie ihr wünscht. Folge mir, mein Sohn. Ja, ist gut. So, Pilgrim Latsch. Ist in große Gefahr. Wird gemacht. Wenn ihr meint, wenn ihr meint, wenn ihr oh, meint. Oh, guck mal, wir haben unseren ersten Schwertkämpfer.
Wird gemacht. Was, können wir die Siedlung hier unten eigentlich schon? Ja. Jawohl. Wir haben Leibis. Das können die schon machen. Hier ist eine Prinzessin drin. Wir können theoretisch mit ihr schon sprechen gehen. Hier sind Blindenhunde, die wütend sein könnten. Wir warten so hin darauf, dass Eric in der Lage ist, da Sachen zu tun. Gruppe 9 haben wir jetzt auch hier. Eric. Jawohl. Da oben ist noch ein Kundschafter. Okay. Sofort. Schauen wir uns die direkt um. Holen uns die Kiste, killen die Blindenhunde. Beginnen vielleicht den Wald hier oben ein bisschen zu roden. Hier sind Türme draußen. Die Uni haben wir nicht. Wir haben die Kathedrale direkt gekriegt, was ich sehr zu schätzen weiß. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Kaputt schlagen, Eric. Kaputt schlagen. Für die Ehre! Nichts lieber als... Okay, ich mag, was wir schon zur Hand gekriegt haben. Kiste. Sofort. Ja, Milord. 666 Taler. Das sagen wir besser nicht dem Priester. Ja, natürlich. Okay. Könnt ihr den Holz hacken? Wohin kommen wir noch? Eisen gibt's ja auch. Blindenhunde. Euer Wunsch ist mir Befehl. So, wir können weiter. Wir können keinen Quicksave geben. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, mein Position Herr. Halten. Hier ist ein Dorfzentrum. Wir sind Leibeigene. Ich betrachte die Sache als erledigt. So gut okay, ich sehe. Ich jawohl! Ich sehe, wie die Intention ist. Halt! Ja, nein! Wenn ihr meint... Ah. Jawohl! 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 Fehler wurden begangen. Ja, ist gut. Wenn Gott es so will. Betrachtet die Sache als erledigt. Okay, gut. Betrachtet die Sache als erledigt. Wir können es die Dorf sind, wir können es die Leibeigenen wohl holen. Ja. Hilfe von Helias. Nein, Pilgrim nicht killen. Nicht Feinde töten, Pilgrim. Haben einen Held attackiert. Ja, wenn ihr meint. Ja, ja. Vorwärts! Nein, ich kann nicht kämpfen. Einfach nur laufen. Jawohl. Betrachtet die Sache als erledigt. Danke. Ja, ist gut. Wir erledigen das. Betrachtet so, kann es regenerieren. Wie geht's Eric? Ja. Eric ja, geht's natürlich. Gut. So soll es sein. Unten gibt's Lehm. Und weitere Blindenhunde. Angriff! Dann gibt's einen Steinbruch. Das ist gut. Wir können die theoretisch Kundschaft. Ne, können wir nicht. Aber Kundschaft an Diebe könnten wir ausbilden, wenn wir die Ressourcen zusammenkriegen. Okay, ich mag das Konzept direkt schon ein bisschen. Ein bisschen meine ich sehr. Gruppe 1. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Okay, hier oben werden wir uns wohl ein Dorfzentrum holen können. Sofort. Hey, hier ist Yuki. Wie ihr wünscht, natürlich. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft. Ja. Okay, das ist interessant. So, Helias kann inzwischen wieder. Pilgrim, latsch vor. Gemacht. Ich will die Leibeigenen nicht bekehren, ehe wir nicht sicher sind, dass keine Truppen mehr sind. Ja, mein Herr. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wie ihr wünscht. Wenn ihr meint... Da sind nämlich auch Kurzschrittkämpfer oder Brettschrittkämpfer. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wenn ihr meint... Lass dich eines Besseren belehren, mein Sohn. Schreiend im Kreis rennen. Gut, wie ihr wünscht. Wird gemacht. Gut. Einer eurer Helden wird angegriffen. Ja, wie ihr wünscht. Betrachtet die Sache als erledigt. Ja, okay. Ist gut. Betrachtet die Sache als erledigt. Das kann ich. Gruppe 1. Nein! Gruppe 1, so. Das kann ich. Eric, kannst du schon mit Yuki reden? Ja, Milord. Danke, dass du mir aus der Patrouille geholfen hast. Ich habe Angst vor Wölfen. Sind ja auch echt lästige Viecher. Aber weshalb warst du in Frankreich? Was? Du bist nicht der Hellste. Du wirst die Städte wohl kaum ersetzen können. Trotzdem danke. Ich schließe mich euch an. Was? Ein Dialog wortwörtlich würdig eines jeden Pornos. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Wenn ihr meint...
Aber ich beschwere mich nicht, wir haben Yuki bekommen. So gut ich kann. Jawohl. Folge mir. So, den joinksen wir uns. Ja, jetzt haben wir Yuki. Yep. Nein, Helias, noch nicht. Ja, mein Herr. Wir haben hier einen Leibi. Kein Problem. Wir haben hier vier Leibis, die wollen wir alle haben. Und gleichzeitig roden wir hier das Gebiet ein bisschen, beschaffen uns die ganzen Baumaterialien. Wir fangen übrigens an, hier dieses Federsholz zuerst zu hacken. Denn den Bauplatz hier können wir brauchen, um später die Leute zu bauen. So, während Helias noch regeneriert, kann Erik inzwischen schon mit der nächsten Person reden gehen. Sicher. So, was mit der Prinzessin? Hier drüben. Helft Erik, wir brauchen ein neues Dorf, um zu Kräften zu kommen und eine Armee auszubilden, die Stadt von dem lausigen Lummeln zu befreien. Ganoven ins Gewisse reden. Überzeugt die Ganoven mit Helias und nehmt die Siedlung ein. Achtet darauf, mindestens einen Leibeigenen für euch zu gewinnen, der das Dorf zu errichten kann. Ja, natürlich. Mysteriöse Martina. Hallo, mein holder Held. Hinter mir befindet sich ein verzauberter toter Baum namens Holzimaximus. Er ist in der Lage, Unmengen Holz zu spenden. Doch das ist das einzige Magische hier. Ich kann in eure Augen sehen, dass ihr euch nach der Wahrheit dürstet, weswegen es nicht möglich ist, eine Uni zu bauen. Schuld ist eine hakennasige, hörnerne Hexe, die ja einst vor Jahren lebte. Die Studenten feierten häufig heftige Feste und das bis tief in die Nacht. Da sie das um ihren Schönheitsschlaf brachte, verfluchte sie das Land, auf das hier keine neue Universität gebaut werden könne. Danach wollte sie die Uni in die Luft jagen, doch ihr Zauber ging schief und sie explodierte in 1000 Stücke. Okay? Mit dem größten Vergnügen. Das ist also unendlicher Holzhaufen. Sicher. Gerne, jawohl. Sogar mit Lord Drops hier. Ja, Milord. Ich kann nicht jodeln. Auch wenn die Aussicht hier oben auf dem Berg super ist, ist eure nicht gerade rosig. Öffnet die Tore erst, wenn ihr eine starke Armee befehligt, ehrenwerter Erik. Ihr fragt euch bestimmt, wo ihr Platz für Militärgebäude findet, oder? Lasst mich das mit einer Frage beantworten. Wie besorgt seid ihr um euer Seelenheil? Was? Ich weiß übrigens, weswegen ihr keine Universität errichten könnt. Gerichtsvoll kann niemand mehr so ein dickes Rohr herstellen, welches man für ein Teleskop benötigt. Keine Kanonen? Es ist Zahltag. Ja, Milord. Jawohl. Okay, aber interessante Tipps hier. Wie besorgt sind wir unser Seelenheil? Nein! Nein, ich will das nicht einreißen! Ich will nicht die Kathedrale einreißen, die steht schön hier. Wahrscheinlich muss die Kathedrale nachher weichen. So, Helias, joinkst dir den nächsten Leibi. Finde dein Heil auf der Seite der Gerechten. So, wie geht's mit dem Bauplatz hier unten voran? Die arbeiten dran, hackt weiter da. Ja. Ich gebe mein Bestes, wenn Gott so will. Ja, ist gut. Wenn Gott es so will. Hier haben wir Felsen. Was ist dahinter? Schwefelmine. Eisenmine. Interessant, wie das Ganze hier aufgestellt ist. Aber ich will nicht die Kathedrale einreißen. Die sieht gut aus, wo sie ist. Wahrscheinlich wird die Kathedrale weichen müssen. Ich glaube, das ist die Intention hinter all dem und wir werden da nicht drum herum kommen. Aber das würde ich liebend gerne erst tun, wenn wir eine andere bauen können. Natürlich. So, wir haben keinen Beschleunigungsknopf. Ich gebe mein Bestes. Folge der gerechten Sache und deine Sünden. Das vier oder drei Leibis, die wir kriegen können, ich sehe nur drei.
Kein Problem. So, Pilgrim, geht euch ein bisschen umschauen. Ihr könnt inzwischen hier Vandalismus betreiben. Helios regeneriert sich. Betrachtet die Sache als erledigt. Ein Held ist in großer Gefahr. Oh. Wie ihr wünscht. Oh. Ja, ist gut. Gut. Ja, wird gemacht. Vorwärts! Wenn ihr meint... Jawohl. Ich bin ehrlich, wenn ich eine Truppe hier haben möchte, dann sind es eher die leichten Reiter. Gut. Betrachtet die Sache als erledigt. Wird gemacht. Ja, gern. Ja? Salem? Komm hier rüber und helf Pilgrim. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wenn ihr meint... Wenn Gott es so will, finde dein Heil auf der Seite der Gerechten. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Ja. Pilgrim bleibt im Leben. Salem, heil Pilgrim. Lauf im Kreis. Leichte Reiter sind geklaut. Ein Held ist in großer Gefahr. Sollen sich nach hier oben zurückbewegen? Helden rennt hoch. Genau die richtigen. Auf sie! Allah mit uns! Lauft! Ich will die ganzen Truppen haben. Hey, lass nicht sterben! Wenn Gott es so will. Ja, mein Herr. Bis in den Tod! Ja, gern. Selbstverständlich. Ja, gern. Ja, gern. Wie ihr wünscht. So. Ich will die ganzen Truppen haben. Alle. Ausnahmslos. Oh, Quicksave. Da mussten wir gerade ein bisschen mutig werden. Das mit dem Turm könnte gleich interessant werden. Ja, Herr. Ja. So, die Helden sollten sich noch komplett regenerieren. Hier wird ein Stück gut freigeräumt. Es gibt viele Häufchen, die wir unterwegs schon mal wegräumen können. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir könnten das Dorfzentrum schon bauen. Aber ich möchte es noch nicht bauen. Hier hinten kriegen wir auch unsere Burg. Das bedeutet, Leib ist auch im Griff. Ich weiß noch nicht, wie viele Gelehrte hier reinbekommen in die Uni. Okay. Damit das Heder Salem auch in der Lage ist zu heilen, ehe es losgeht, an den ganzen Spaß. Stop. Wir wissen von dem Ballisterturm da, der ein bisschen ärgerlich ist. Ich möchte die Leute hier natürlich noch rüberziehen, weil ich die Truppen gerne hätte auf unserer Seite. Sonnenburg ist vollständig, das bedeutet, ihr geht nach hier oben hin, in die Ecke und fasst nichts an. Stop. Okay. Quicksave, ich möchte keine Verluste erleiden. Wenn wir Leute töten, sind das Verluste für uns. Wir müssen um den Ballisterturm drumherum rennen. Hey, das muss auf jeden Fall zum Ballisterturm hin. Mit Freuden, Sidi. Wenn Gott es so will, einer eurer Helden wird angegriffen. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Folge der gerechten Sache. Haben wir hier das Nagel dran bewegt? Nein, haben wir nicht. Wir dürfen neu laden. Machen wir direkt. Ich glaube, ich muss diesmal aber nicht einen komplett neuen. Nicht hier zwischenpausieren, oder? Muss ich nicht, okay, gut. Ich habe Helios nicht nah genug ranbewegt, das war mein Fehler. Natürlich. Ja, gern. Euer Wunsch ist mir Befehl. Jawohl, wie ihr wünscht. Ja, Sidi. Feinde haben einen Held attackiert. Natürlich. Ja, Sidi. Lass dich eines Besseren belehren, mein Sohn. Zieht sie näher ran? Wenn ihr meint, mit Freuden, Sidi. Fürchtet die Wunden nicht länger. Wenn ihr meint, jawohl. Spürt so, mach den Turm weg. Zieht den Abschirm nach da drüben. Es sei. Ich werde mit halt ihn am Leben. Salem kann ihr mithelfen. Pilgrim rennt weiter im Kreis. Ja, ist gut. Wird gemacht. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Soll. Nein! Wie ist da jemand gestorben? Ist in große Gefahr. Ja. Wie ist jemand von den Speerträgern gestorben? Wenn ihr meint, woran hat Pilgrim noch einen Schlag draufgesetzt, wenn ich nicht aufgepasst habe? Ja, ist gut. Ja, ist gut. Gut, wie ihr wünscht. Jawohl. Ja. Wenn ihr meint. Finde dein Heil auf der Seite der Gerechten.
Ja, jawohl. So. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ja, ja. Wie ihr wünscht. Wird gemacht. Ja, wenn ihr okay, meint, alle auf den Turm. Auf in den Kampf. Bis in den auf Tod. Auf das Teil da drauf. Auf das Teil da drauf. Bis in den Tod. Außer Helias. Helias wird eine Aufgabe ich haben. Und die besteht aus den letzten Leibwagen hier zu klauen. Wenn Gott es so will. Ja, gern. Und guck mal, da ist Garek. Jawohl. Ich tue mein Bestes. Sofort. Macht sie nieder. Gut, Holz wurde ganz gut gehackt inzwischen. Hackt hinten die Steine ja, weg. Gut. Lass dich eines Besseren. Aus euch mache ich dann übrigens erstmal Gruppe 8. Gruppe 0 wird neu zusammengesetzt aus diesen Leuten, die wir jetzt gleich zusammenbekommen. Na gut. Gruppe 0. Kein Problem. Pilgrim kann das Land inzwischen weiter erkunden gehen. Als erledigt. Ja, ist gut. Wird gemacht. Und der Rest von euch kann. Zahltag. Ja. Ja, ist theoretisch gut. Sachen machen. Wenn ihr meint. Ja. Hier haben wir eine Brücke, die gebaut werden jawohl. Muss. Da sind Banditen. Gut. Ja, ist gut. Weitere Sperrträger, die wir joinksen ja. können. Wird gemacht. Gut, wird gemacht. Betrachtet die Sache als erledigt. Ja, gern. Wie ihr wünscht. Ja, mein Herr. Lass dich eines Besseren belehren, mein Sohn. Einer eurer Helden. Pilgrim wird im Kreis laufen, weil er die meiste Rüstung hat, dementsprechend am längsten aushält. Gut. Ja, ist gut. Vanilla-mäßig, in Vanilla sind ja alle Helden gleich schnell. Betrachtet die Sache als erledigt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wird gemacht. Wird so. Gemacht. Wir bereinigen das Land. Oh, das ist ein leichter Reiter. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Noch ein Trupp. Ja? Wie ihr wünscht. Wenn ihr meint. Jawohl! Ja, gern. Selbstverständlich. Zahlen! Komm mal rüber. Mach dich bereit, Pilgrim zu heilen. Gegen die bringt es diesen Kreis zu rennen. Das ist besser sogar. Da können wir nämlich einfach still stehen lassen. Ich weiß nicht mehr, ob die Pilgrim überhaupt tot kriegen können. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, Sidi. Aber nur auf die Chance hin, ja, nur auf die Chance hin, dass es möglich wäre. So sei es. Stell dich dahinter. Ja, Sidi. Bei Mohammed, es sei. Folge mir, mein Sohn. Bei Mohammed, es sei. Betrachte die Sache als erledigt. Pilgrim, finde mir heraus, ob dahinter noch irgendwas ist, was die Reiter töten könnte. Ja, ist gut. Betrachte die Sache als erledigt. Ja, ist gut. Nur ein Wohnhaus. Die Reiter sind jetzt unser. Sehr gut. Mitnehmen. Ja, ist gut. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Nein, ich glaube, jetzt haben wir das Gebiet hier unter Kontrolle. Wir haben hier oben noch nicht geprüft. Aber ansonsten glaube ich, wir haben jetzt alles bekehrt, was zu bekehren ist. Gruppe 8, ne, Gruppe 0 kann jetzt einfach hier alles aufbauen. Lieber als das. Bei Mohammed, es sei. Die Sonne kehrt zurück. Übernehmen wir die, kriegen wir die Schmieden sowas übernommen? Quick Save. Ah, wer oder was? So, Garek. Befuff! Zuerst die Übernahme durch das peinliche Pack rund um Professor Unfreundlich und jetzt das! Bitte errichtet es nicht und achtet gut darauf! Einfach unglaublich! Was ich hier in meinem Alter alles erleben muss. Da oben ist ein Kunchi. Wenn ihr meint. Den hätten wir vielleicht kriegen können, wenn wir zuerst mit dem geredet hätten, nicht wahr? Endlich! Endlich, ihr seid hier, um uns zu befreien! Die haarigen Alunken sind letzten Winter von der anderen Seite des Flusses gekommen. Dort liegt ein Dorf, welches dem unguten, ungetümen Professor Unfreundlich seine Treue geschworen hat. Er ist aber durch ein unpassierbares Gebirge von mir abgeschottet.
Auch wenn man schon eine Wettermaschine braucht, damit es hier wieder einmal schneit, sollte es nicht schaden, bei Gelegenheit zwei Türme in den Mauern hinter mir zu bauen. Okay, wir bekommen den nicht. Leute, schlag das Dorf zusammen. Bewacht das Gebiet. Es sei. Gruppe 3. Natürlich. Spürt den Zorn des Herrn. Gruppe 2. Ein bisschen habe ich heute das Gefühl, wir basieren unsere Armee vielleicht auf leichter Kavallerie und Schwertkämpfern. Das Problem ist nur, sobald wir gegen Befestigungsanlagen kommen, brauchen wir dafür noch irgendwas. Und müssen dementsprechend schauen. Gut, das gehört uns. Wir haben immer noch zu wenig Bevölkerungsplatz. Kein Zugriff auf Bildung. Wir müssen also wahrscheinlich gleich unsere ganzen Speerträger entlassen. Zumindest unsere Low-Level-Speerträger werden sofort entlassen. Und ich würde sagen, die Anführer der Banditen können weg. Andererseits sind die erstmal Schwertkämpfer. Ja, räumen wir die Lanzenträger noch aus dem Weg. Ja, ist gut. So, Gruppe 9. Ja, ja. Gruppe 0 hilft auch immer jetzt. Mal räumt die komischen Häufchen hier aus dem Weg, die uns den Bauplatz blockieren. Ich gebe mein Bestes. Gern. Dafür sind wir genau. Hier ist ein Wohnhaus. Mach das weg. Nur Mut. Wir werden siegen. So gut ich kann. So, hier haben wir nicht genau geschaut. Aber wir haben zu viele Leute, glaube ich, bekehrt. Ja, natürlich. Alle gemeinsam bitte. Wenn Gott es so will, so gut ich kann. So gut ich kann. Gut. Natürlich. Ja, mein Herr. Wie ihr wünscht. Wem liegt hier gut in der Gegend rum? Pilgrim. Komm schon mal da hinten frei. Ich verstehe was davon. Es ist Zahltag. Keine Kisten oder irgendwas hier, das ist aber schon ich in Ordnung. Gebe mein Bestes. Es ist Zahltag. Gruppe 0, wir bräuchten hier eine Hochschule. Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... hier oben lässt sich eigentlich wunderbar eine neue Kathedrale oder Kapelle aufstellen. Dementsprechend kommt die Hochschule nach hier unten hin. Kein Problem. Gut. Wenn Gott es so will. Wo rennt ihr direkt hin? Natürlich. Gruppe 9, geht da drauf los. Ja. Ja, ich will nur sicher gehen, dass nicht noch Abschaum ist, den wir loswerden müssen. Nebelvolk, das können wir nicht bekehren. Vorsicht jetzt. Geht Wohnstätte. Das ist nicht gut. Einen Held attackiert. Gebt acht, die Falle ist aufgestellt. Ja. Lauft. Gut. Keine Angst, ich verstehe was davon. Selbstverständlich. Gruppe 2, nachrücken. Gelehrter nimmt seine Studien auf. All eure Wohnhäuser sind. Wir hätten unsere Truppen vielleicht nicht entlassen sollen. Noch obdachlose Siedler. Es gibt nicht genug zu essen. Gut, merken wir uns. Hinten ist eine verdammte Wohnstätte. Gut zu wissen. Bildung. Wir haben ja keinen Hungermodus. Das bedeutet, die Leute können von mir aus ein bisschen hungern. Hier kann ein Wohnhaus hin. Und hier ist Platz für einen Bauernhof. Selbstverständlich. Ich glaube, die Kurzbogenschützen werden nicht in der Lage sein, die Wohnstätte zu outrangen. Ja, mein Herr. Einer eurer Helden wird angegriffen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Es ist Zahltag. Ich hab getan, was ihr wolltet. Attacke! Wir kümmern uns darum. In Ordnung. Ich glaube, unsere leichte Kavallerie kann das nicht. Okay. Bildung ist durch, dann kann gleich das Gemeindezentrum kommen. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Ja, ja, natürlich. Der Baum hier oben kann weichen. Ja.
Festung können wir eigentlich jetzt schon mal ausbauen. Spricht nichts dagegen, dass wir direkt das Handelswesen erforschen, um ein Stadtzentrum zu bekommen. Wir können das aber rushen. Gesetz im Fall ist nur eines. Pilgrim findet das kurz mal heraus. Wenn ihr meint... Feinde haben einen Held attackiert. Betrachtet die Sache als... Zuerst ziehen wir die Blindhunde aus der Position. Ihr haltet die Position. Wird gemacht. Wenn ihr meint... Das Gebäude ist ausgebaut. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Jawohl. In Ordnung. So soll es sein. Ich gebe mein Bestes. So sei es. Natürlich. So sei es. Okay, ich möchte gerne einen davon bekehren.